Wir haben ja jetzt gerade schon die Ribs und das, die Hochrippe, das Ribeye, das große vorbereitet. Und wir haben ja heute noch zwei andere Themen. Das eine ist, dass wir unterschiedlich gereifte Steaks haben wollen, die wir uns jetzt dann auch gleich mal anschauen. Und die zweite Sache, die wir noch machen, ist, dass wir verschiedene Cuts anschauen. Also amerikanische Cuts versus deutsche Zuschnitte. Und da gucken wir jetzt einfach mal in die Schatzkiste, die uns der Michael von der Metzgerei Sack mitgebracht hat. Es ist alles gesponsert. Danke, du bist der Held des Tages. Also ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ich möchte ja mit euch genießen heute. Und wir packen einfach mal aus. Also nachdem jetzt wie gesagt die großen Fleischstücke drauf sind, die aber noch ein paar Stunden brauchen, wir haben ja alle Hunger, haben wir gesagt, schmeißen wir uns mal ein paar von den kleinen Teilen drauf. Das ist wie so eine Schatzkiste hier. Wir haben hier verschiedene Hüftsteaks. Wir haben hier auch ein Stück Hüfte. Wir haben hier einen Rumpsteak, ein kleines. Wir haben hier nochmal was. Oh. Wir haben hier ein Stück Rumpsteak am Stück einfach, um das so als Rostbeef sozusagen oder auch als Dings auch kann man auch schön medium rare garen. Können wir uns doch überlegen, ob wir das dann am Stück machen oder was dann abschneiden. Haben wir, weil du gesagt hast, auch amerikanisch, die Amerikaner lieben das ja auch mit dem Knochen. Ja, lange Zeit war das in Deutschland verpönt. Ich möchte vielleicht auch nochmal drauf kommen kurz. Vor Jahren hatten wir diese BSE-Krise, wo manche wunderbar gemeint haben, dass die Kinder alle sterben, wenn sie Rindfleisch essen. Also ich habe damals schon gesagt, meinen eigenen Kindern, den gebe ich genauso nach wie vor Rindfleisch. Und mein Sohn hat, glaube ich, mit einem Dreivierteljahr oder mit einem Jahr zum ersten Mal eine ganze Rinderroulade verdrückt. Also das haben wir auch auf Video dokumentiert. Ja. Ich habe gesagt, das kann es wirklich nicht sein. Fakt ist einfach das. Lange Zeit war das nicht so einfach, solche T-Bone-Steaks, wo eben dieser Rückenknochen drin ist, die dann überhaupt noch anzubieten. Jetzt merken wir, dass die Nachfrage wieder steigt. Ja. Und zu Recht, weil mit dem Knochen hat man einfach noch ein anderes Aroma. Jetzt gibt es diese T-Bone-Steaks klassisch mit dem Knochen hier auf der Seite ohne Filetanteil, das ist dann sowas. Das haben wir, glaube ich, auch in doppelter Ausfertigung für dich da. Manchmal ist auch noch ein kleines Stück und Filet genau, dabei. Manchmal ist auch aber ein kleines Stück. Und wenn man dann weiter oben halt ein schöneres, größeres Stück das Filet ist hat, natürlich. Da haben wir vor allen Dingen hier mal einen schönen Apparat. Die Porterhouse. Das sind die Porterhouse. Jawohl. Also der Amerikaner, der sagt, der Porterhouse, die sind auch deutlich teurer. Ist klar, weil der Filetanteil drin ist, aber auch hier unten natürlich ein bisschen größerer Knochenanteil, weil das halt nicht so abgesägt wird. Also wir haben zwei Porterhouse, zwei T-Bone. Also wir sehen hier wunderschön hier das Roastbeef und auf der Seite das Filet. Genau. Wir haben hier noch was am Stück, so ein Entrecote Stück mit dem Knochen, auch nicht ganz so lang gereift, wo wir am Stück was dickes haben. Zwei Wochen gereift. Und wir haben wieder Hüfte, die Hüfte müsste butterzart sein, die testen wir jetzt zuerst, weil ich habe so scheiße Hunger. Also ich esse es auch roh, ja. Das sind noch zwei Rumsteaks normal, die müssen wir mal gucken, ob wir die auspacken. Okay, Woche 9, also das heißt, da sieht man auch, wann die gepackt wurden, Woche 9, ja, das Woche ist, 8. Er hat glaub dann Überblick verloren. Schau mal, das ist cool, da steht Woche 8, Woche also, 9, Woche 10. Da ist auch noch 9er, aber er hat glaub den Überblick verloren, mein Kollege, mein Franzose. Rinderfilet haben wir natürlich auch, Filetstücke, und zwar einmal hier und einmal ganzes frisches, großes Rinderfilet, wo man noch parieren muss. Das würde ich für euch auf Wunsch zuschneiden am Stück, oder du hebst es dir auf, aber das ist auch was Tolles. Gereift kann man aber noch zwei Wochen liegen lassen, passiert nichts. Also, wenn ich das hier anschaue, hebe ich mir das auf. Wenn ich mir die Mengen anschaue. Ich glaube, du meintest wir. Was? Was ich unbedingt probieren möchte, ganz kurz, ich halte mal hier das in die. Ach so rum. Also, wir haben hier Charolais. Ein Stück Charolais Rostbeef. Die Charolais Rostbeef, das sind die weißen Rinder. Die unterscheiden sich halt einfach in der Richtung, dass die auch noch ein bisschen vollfleischiger sind. Wir schlachten übrigens überhaupt zum Thema Rindfleisch gar keine Bullen, sondern nur Fersenfleisch. Unserer Meinung nach ist das Fersenfleisch einfach zärter, weil das sind weibliche Tiere. Ja. Man sagt auch immer, die Mädchen sind ein bisschen zärter als die Männer. Und Fakt ist einfach, dass zum Beispiel, man kann es gut ausmachen, an der Schoß, die normalen Fleischstücke von uns, das Rumpsteak von der Ferse, das muss auch nicht ganz so lang reifen. Ja? Mhm. Es ist natürlich nicht ganz so voluminös. Also wenn die Rinder als die Schlachtgewicht 300 Kilo haben, dann hat man halt keinen riesen Rumpsteak, wo so dick ist. Das ist wiederum bei den Charolais interessant. Bei den Charolais ist es auch in Ordnung, wenn das Charolais Bullenfleisch ist, weil die von der Fleischrasse her einfach vollfleischig sind und das Fleisch muss aber länger gereift sein. Mhm. Ich habe hier ein ganzes Stück dabei, ungefähr ein gutes Kilo Charolais Rumpsteak. Es gibt Rindfleisch als Überbegriff. Ja? Ja. Die ganz jungen, kleinen sind die Kälber, die auf die Welt kommen. Ja? Ja. Und wenn es dann ein weibliches Rind ist, also ein weibliches Tier, dazu sagt man Ferse, ein männliches Tier ist der Bulle. Ja? Okay. Und der Ochse,
Das ist, also der Bulle, der kann praktisch aus einem Kalb noch eine Kuh machen, ja, aber der Ochse kann es halt nicht mehr. Also Ochse ist praktisch kastriert, Ochsenfleisch haben wir auch öfters mal. Das ist ganz, ganz gut, muss man sagen, weil die Tiere ruhiger werden. Ganz klar, kennt ihr vielleicht auch einen Hund oder so, einen Rüde, ja, wenn er kastriert ist und immer ganz so wild. Und es ist auch interessant. Auf jeden Fall bin ich der Meinung immer, das ist ganz klar, das männliche Fleisch muss länger reifen, um den Zärtegrad zu erreichen. Schön ist das, wenn man halt große Fleischstücke will, Vollfleisch, auch die Rinderfilet zum Beispiel von den Fersen, die wir schlachten. Das ist auch mal ganz witzig, um das mal so zu erklären. Das Kundenverhalten ist komisch. Auf der einen Seite wollen sie alle Fersenfleisch, zartes, vor allen Dingen Vorderfleisch, also Suppenfleisch, weil das viel schöner ist, dann viel besser. Und aber wenn es dann Rinderfilet ist, dann soll ein Rinderfilet am liebsten 3 Kilo wiegen. Und das kriege ich halt von der Ferse, mit 300 Kilo schlachte ich nicht hin. Da muss ich praktisch Bullenfilet haben, die dicken, ja. Und dann passt es wieder. Also wir haben deshalb auch wirklich beides, was mir anbietet. Ja, du darfst doch hier weiter auspacken, da ist auch noch ein schönes Stück. Da haben wir auch noch ein schönes nochmal Stück. Nochmal Woche 9, das kommt hier drauf. Ja, das ist alles unter Wochen gereift. Nochmal Hüfte. Das ist noch ein Stück schönes, ähnlich das wie das ist, auf dem Fleisch. Das ist meins. Also ohne jetzt hier nochmal die anderen Sachen bewerten zu können, weil ja alles vakuumiert ist. Aber für mich ist, wenn man sich so langsam, so nach und nach im Laufe der Jahre hoch isst, ist ein Bone-in-Rib-Eye, nämlich genau das hier, und das dann auch noch lange gereift, das ist so für mich das beste Fleisch, was es überhaupt gibt. Das stimmt. So, ich kenne auch viele Leute, wenn die anfangen, Rindfleisch zu essen, dann fangen die an, dann essen sie erstmal Filet, und dann trauen sie sich irgendwann mal ein Roastbeef zu essen, wo ein bisschen mehr Fett dran ist. Und wenn man dann eben in die nächste Ebene, in die nächste Klasse aufsteigt, dann ist es eigentlich das Ribeye. Und das Lustige ist, dass das ja viel günstiger ist als ein Filet. Ja. Und, aber du hast mir das ja neulich auch schon mal gesagt, wenn du zum Beispiel so ein Wagyu-Fleisch anschaust, was ja extrem marmoriert ist, und da fällst du auf die Knie, wenn du das isst. Genau. Aber du hast gesagt, wenn du das in der Theke liegen hast, das kauft keiner. Ja, jetzt mal abgesehen vom Preis, was ja natürlich nochmal was ist. Ja. Aber dass die Leute auch sagen, oh, das ist fettig, das will ich nicht haben. Und gut für uns, oder?